Schneebedeckte Landschaft, glasklarer Alpenfluss, umgeben von Wäldern und Bergen. Ideale Kulisse für die Winterfischerei auf Eschen. Vielerorts vom Kormoran und Gänsesäger dezimiert, hoffen wir hier noch einen guten Besatz der eleganten Fahnenträger vorzufinden. Wir sind mit Max Schied unterwegs und versuchen, die selten gewordene Schönheit zu überlisten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind hier heute im wunderschönen sonnigen Österreich in einer bezaubernden Winterlandschaft, wie man sieht. Genauer gesagt sind wir hier an der Mur. Die Mur ist eins der Gewässer der Fliegenfischschule und des Fliegenfischgeschäftes Hurch in Salzburg. Und ich bin hier heute eingeladen worden von meinen Freunden, um hier mein Glück mal auf die Winteresche zu probieren. Die Fischerei auf die Winteresche ist ja leider in unseren Breitengraden, ich spreche hier vom südlichen Bereich Deutschlands, leider in den letzten Jahren außer Mode gekommen, aus einer traurigen Ursache, die Sie alle kennen. Und zwar durch den Vogelfraß, den Kormoran. Und die Gänsesäger sind unsere Populationen derart zusammengeschrumpft, dass wir eigentlich keine Fischerei mehr auf die Esche haben. Aber ich glaube, hier oben, zumindest laut den Ausführungen meiner Freunde, haben wir die Chance, auch noch in dieser wunderschönen Landschaft eine Esche zu fangen. Und das möchte ich heute gerne mal probieren. Servus miteinander. Peter, servus. Servus Max. Uwe, servus, servus. Wie geht's? Danke, sehr gut. Und habt schon was erwischt? Na ja, war noch nicht so viel los, ein paar Kühle. Herr Franzi kommt auch noch, servus. Grüß dich. Wie geht's? Geht, danke. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich euch hier an eurer Mur besuchen darf. Ihr habt mir am Telefon erzählt, dass es super Wintereschen gibt hier an der Mur. Ja, die Mur ist nicht bekannt für ihr Nahrungsaufkommen. Ne? Ja. Es ist gigantisches Kökerfliegenvorkommen ist in der Mur und daher liegt natürlich das nahe, dass auch die Eschen dementsprechend gut abwachsen und sie auch relativ groß werden. Du kannst hier jetzt nicht schöne Eschen fangen. Ich würde mal sagen, die Eschen sind so sicherlich die Durchschnittslängen 35 bis 45 cm und sind reichlich vorhanden. Und noch dazu habt ihr auch keine Vogelprobleme, so wie wir im Flachland unten mit den Kormoran, Gänsesäger? Das ist auf alle Fälle. Die Mur, wir haben das Glück in diesem oberen Bereich, dass die Kormoran auch noch für sich gar nicht vorhanden sind. Wir haben auch noch für sich nur den Fischreiher hier und der den Eschbestand nicht so gefährdet wie der Kormoran oder Gänsesäger oder sonstiges. Zumal der Fischreiher natürlich nur im Uferbereich fischen kann, weil er ja ein stehender Fischer ist und nicht dem Fischen hinterher völlig jagt richtig, und taucht. Ja. Mhm. Und was gibt es jetzt außer Eschen hier noch für Fische? Ja, der größte Teil, würde ich mal sagen, ist sicherlich sind die Bachforellen, was wir hier haben. Das sind lauter naturgewachsene Fische, das sind keine eingebrachten Fische. Und ein kleiner Teil an Regenbogenforellen, was wir auch noch zusätzlich dabei haben. Ne? Jetzt möchte ich sehen, ob ich heute tatsächlich hier eine Esche fangen darf. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal starten und schauen, ob wir was fangen, oder? Im Winter bei eisigen Temperaturen sind die Mittagsstunden die erfolgreichsten, um der Esche nachzustellen. Gefischt wird mit der Goldkopfnymphe, dem Topköder für Wintereschen bei starker Strömung. Durch die unterschiedliche Bebleiung lässt sich die Tiefe, in der gefischt wird, exakt bestimmen. Wer auf Eschen fischt, muss natürlich auch mit Forellen rechnen. Hier eine schön gezeichnete Bachforelle. Musik
Esche ist ja an und für sich ein sehr geselliger Fisch. Das heißt, dass sie gerne in kleinen Gruppen oder Schulen auftritt. Und wenn man am Rande einer Strömung einmal eine Esche entdeckt hat, kann man davon ausgehen, dass sich in näherer Umgebung noch mehr befinden. Jetzt ist es nicht ganz einfach, in dem raschen Wasser die Fische zu finden. Ich kann hier nur am Boden schemenhaft einige Schatten wahrnehmen und hoffen, dass sich darunter eine Esche befindet. Es könnten aber auch genauso gut Bachforellen sein. Das kann ich leider jetzt nicht sehen. Die Mur ist ja eigentlich von ihrer Gewässerstruktur und der Höhenlage ein typisches Forellenwasser. Aber leider ist es so, dass wir heutzutage so weit ins Gebirge rauffahren müssen, um dort, wenn auch geringeren Eschenbestände vorfinden. Dann in Flachlandgewässern oftmals aufgrund des Vogelfraßes, Gewässerverbauung und Verschmutzung keine Eschen mehr zu finden sind. Du hast mir vorhin so einen Bissanzeiger hier montiert. Mhm. Ich muss ja sagen, dass ich normalerweise nicht mit Bissanzeiger fische, aber du hast mich davon überzeugt, dass es aufgrund der schwierigen Bedingungen notwendig ist, dass wir sowas verwenden. Es ist mir aufgefallen, dass dieser Bissanzeiger unheimlich gut schwimmt, gut lange und gut schwimmt. Was ist denn das eigentlich genau? Das ist unser Polypropylen, also eine Kunstfaser, die was hochschwimmend ist, wird zusätzlich noch gefettet. Ja. Und der Vorteil von diesem Bissanzeiger ist, du kannst ihn schön durch die Ringe ziehen. Mhm. Bei anderen Stahlen Bissanzeiger hast du das Problem, dass du bei den Ringen dann vorne anstehst. Richtig, ja. Und dieser Bissanzeiger kann ich dann je nach Hand, wo ich ihn haben möchte, ne, einsetzen. Entweder weiter vorne bei der Nymphe oder auch weiter hinten. Je nach Tiefe, wo auch die Fische stehen, wird das verschieden gemacht. Der Vorteil ist auch das, ich kann ihn auch wieder rausgeben. Ich brauche ihn in der Mitte hier nur teilen, etwas lockern und dann ziehe ich ihn hier einfach nur raus. Ah ja, wunderbar. Und dann habe ich keinen Knopf nicht drinnen. Man sieht es hier. Es läuft sauber. Okay. Dann hast du mir vorhin noch eine kleine Raffinesse eingebaut in mein Vorfach. Und zwar, was ich auch gerne verwende, aber ich möchte es trotzdem in dem Rahmen nochmal vorstellen. Und zwar, das ist dieses winzig kleine Ringchen. Ihr fischt es auch mit dem Ringerl und tut euch da eure Vorfachspitze montieren. Entsprechend montieren. Hat natürlich den Vorteil, dass wenn man hier vorne was abreißt oder so wie ich habe jetzt hier einen kleinen Knopf im Vorfach, dass man einfach das Spitzerl auswechselt. Das hast du mir vorhin auch noch eine Nymphe gegeben, die habe ich leider abgerissen, muss ich sagen. Da musste ich eine meiner hinbinden. Allerdings hast du mir gesagt, dass deine Goldkopfnymphen jetzt viel schwerer wären wie meine Goldkopfnymphen. Mhm. Vielleicht kannst du mir noch mal kurz deine Schachtel zeigen, was du da vorne mir hingemacht hast, weil ich konnte da eigentlich jetzt äußerlich keinen Unterschied feststellen zwischen der meinigen und der deinigen. Gern. Also zuerst am Bach unten habe ich noch ein paar, sehr schön. Paar Nymphen gesammelt. Ah ja, das wie ist man hier sieht, das sind Eintagsfliegen-Nymphen. Leider ist das jetzt jahreszeitlich ein bisschen bedenkt, weil an und für sich könnten wir auch im Sommer, wenn wir die Sommermode große Steinfliegen und schöne Bachflugkrebse und alles haben können. Muss ich dich halt im Sommer nochmal besuchen. Ja, gern. Wie gesagt, meine Nymphen sind im Endeffekt so aufgebaut, ich mache meistens vier verschiedene Größen. Ja. Das heißt, es geht bei... Ja. Vielleicht gehen wir so ein bisschen raus. Da können wir es ehrlich bei kleinen an, 16er Größen, gerade um diese Jahreszeit, wo die Insekten im Anfangsstadium ihres Wachstums auch noch sind, sind natürlich so kleine Imitationen oft sehr gut. Ne? Mhm. Und sie variieren dann bis 14 und dann für die ganz tieferen Löcher, wie wir hier haben, verwenden wir gerne diese
Tanksenbeats. Aha, das ist das Geheimnis. Ja. Das sind jetzt ganz spezielle, die was zusätzlich noch verbleit werden. Also sind noch 4-5 Wicklungen Blei hinten drinnen. Und das ist jetzt, glaube ich, dieses ultraschwere Ding, was ich vorhin auch bekommen habe. Mhm. Und da ist jetzt diese Kugel da oben, ist jetzt wesentlich schwerer wie die meinige. Die ist wesentlich schwerer wie der normale Goldkopf, ja. Aha. Mhm. Das hat natürlich den Vorteil, dass du auch, gerade wenn die Fische im Gewässer, wie es jetzt ist, wenn es zu kalt ist, relativ tief unten stehen, ich die Nymphe ganz unten am Boden anbieten kann. Mhm. Ne? Etlichen Forellen nun auch die erste Esche. Ein Milchner, an der großen Fahne sehr gut zu erkennen. Er präsentiert sich zu dieser Jahreszeit in seinem prächtigen, rotschimmernden Laichkleid. In Deutschland und vielen Bundesländern Österreichs ist die Esche jetzt geschont. Hier im Salzburgischen ist das Fliegenfischen auch zur Laichzeit gestattet. Das schonende Zurücksetzen versteht sich, trotz guten Besatzes, von selbst.